Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Grand Theft Auto 5. Und wir waren ja letztes Mal dabei und haben Amanda abgeholt und haben mit ihr, beziehungsweise haben sie, was heißt abgeholt? Wir haben sie praktisch, naja, nicht entführt, aber wir haben sie praktisch aus den Fängen der bösen, bösen Polizei geschnappt, weil sie ja irgendwie ein paar Ladendiebstähle vorgenommen hatte. Und dann haben wir sie nach Hause gefahren und das war eigentlich unsere Aufgabe letztes Mal gewesen. Und wir haben unsere Tochter vor irgendwelchen Pornoproduzenten gerettet, was sie nicht wollte. Die irgendwie auch was mit Drogen zu tun hatten, die dann auf uns geschossen haben, nachdem wir mit dem Jetski geflohen sind. Es war eine rasante letzte Folge. Und mal sehen, wie die rasant diese, Alter, sehr rasant, wenn ich jetzt vom Tatort flüchte, weil ich habe nämlich den Wagen zerkratzt. Mit einem Wagen, den ich übrigens nur gestohlen habe. Den... Aber das ist mir doch egal, der Wagen ist doch gestohlen. Warum sollte mich das dann also kümmern? Wir kümmern uns jetzt aber mal um Lester, denn Lester ist ja eigentlich eine Person, zu der wir gerne mal hinfahren wollten. Und wollten wir auch mal gucken, was der so kann. Entschuldigung, da bin ich leider irgendwo gegen geschrammt. Und ich hab grün. Und dann schauen wir einfach mal, was Lester will. Das ist nämlich unsere einzige Aufgabe, die wir auch gerade haben. Und wir haben noch nicht mal irgendwas mit Franklin, können wir nichts machen, weil Franklin irgendwie gerade halt irgendwie zwar cool drauf ist, aber im Moment nichts machen möchte an Mission. Wir sind jetzt an Michael gebunden und praktisch wahrscheinlich auch an Lester, weil wenn wir jetzt ein bisschen Überfälle machen können, wir hatten ja schon irgendwie auch einen Kumpel oder sowas, weil der herausgefunden hat, dass wir dafür mitverantwortlich sind, dass der Boss von Life Invader gestorben ist. Oder sein Gesicht gesprengt wurde, wie man es auch ausdrücken kann. Und den haben wir dann irgendwie als Crewmitglied für Überfälle. Was ja ganz nice ist. Nein, was sehe ich denn da? Einen blauen Punkt. Das bedeutet doch eigentlich immer, dass jemand Hilfe braucht, oder nicht? Warte mal, ich fahre da mal kurz hin. Ich fahre da mal kurz hin. Ich guck da mal. Wer ist denn das? Was ist denn das? Wo ist denn das? Ach so, während des Überfalls konzentriert den Schaden auf die Mitte der Hintertür, um sie zu öffnen. Nee, ich werde jetzt bestimmt... Ihr mich auch. Ich habe jetzt... Ich werde jetzt bestimmt keinen Geldtransporter überfallen. Ich denke mir nämlich nicht mit dem Wagen hier. Ich kann das nicht mit dem Wagen machen. Dann brauche ich echt schwereres Geschütz und ich brauche vielleicht auch ein cooles Ding. Und wir fahren zu Lester unter die Brücke. Endlich. Wir waren ja letztes Mal bei ihm zu Hause und jetzt sind wir hier an seinem Arbeitsplatz. Und wir schauen mal. Steig aus und wir schauen jetzt mal, was Lester so sagt. Vielleicht sollten wir die Waffe wegstecken, das kommt immer so bedrohlich rüber. Und wir gehen mal rein. Jesus, Michael, you look like a bum. Put something nice on. Ach, scheiße. Erinnert ihr euch noch? Das hatte Lester letztes Mal gesagt gehabt. Und wisst ihr was? Lester hat recht. Könnt ihr den Job dann gar nicht so starten. Scheiße. Wir haben uns ja letztes Mal aber umgezogen. Ich muss kurz die Tür zumachen. Wir haben uns ja letztes Mal umgezogen, aber es hat ja irgendwie nicht so ganz funktioniert. Gehabt, beziehungsweise wir sind ja jetzt durch das Rennen, sind wir ja wieder woanders. Puh, scheiße. Mist. Wir können mal eine Sache probieren, mal sehen, ob das klappt. Ob das dann schneller geht, wenn nicht, dann ziehen wir uns halt schnell um. Dann habe ich ja ein bisschen Zeit, was zu erzählen über die Story. Mal sehen. So, wir spielen mal mit Franklin, aber mit Franklin können wir nicht zu Lester. Das geht nur mit, nur mit Dings, mit Michael. Aber, vielleicht haben wir Glück und Michael ist dann umgezogen und hat den Anzug wieder an. Und wir sind in der Nähe von Lester, das wäre auf jeden Fall cool. Und wir können ja mal gucken, Franklin hat immer noch nichts zu tun, ne? Genau, gut. Dann machen wir nochmal einen Wechsel auf... auf Michael? Hoffentlich hat er einen Anzug an. Ah nein, dann sind wir noch im Auto. Ah ja, okay, dann sind wir noch im Auto. Das hätte ich mir denken können, weil wir mit ihm unterwegs waren. Mann, so ein Scheiß. Dann müssen wir jetzt tatsächlich nochmal uns umziehen. Ärgerlich. Ganz ärgerlich. Nö, ich will kein Radio. So. Ach du Scheiße. Dann machen wir das halt dann. Ich weiß gar nicht, was das für ein Überfall... Wird das dann ein richtiger Raubüberfall oder sowas? Ich weiß es gar nicht. Weil wir müssen schick sein. Schick müssen wir eigentlich immer nur sein, wenn wir in irgendeine Bank müssen oder sowas. Weil sonst fällt man auf, wenn man nicht schick in eine Bank geht und sagt, aber man wäre Bankangestellter. Oder Banker. Generell. Dann wird die Folge eben ein Ticken länger. Das ist jetzt... Dann fahren wir eben halt mal durch die schöne Stadt. Ist ja auch nicht verkehrt. Und vielleicht treffen wir ja hier noch irgendwas Schönes. Und man kann mal... sehen, wie schnell das Auto ist. Wenn man nirgendwo gegenfährt. Das war aber geplant, ein bisschen. Ein bisschen mit geplant, um es lustig zu machen. So, komm hier, geh mal weg hier. Mann, 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 Mann.
Kann ich ja nur hupen. Empört. Hat die mich gerade Shit gesagt zu mir? I wish I could fly. Touch the sky. Oh, Alter, das ist nämlich ein Unfall, oder? Krass, oder? Ich bin fast gestorben dabei. Alter. Ich bin noch nie. Ich bin schon mal im Krankenhaus gewesen in dem Spiel. Ja, das schon, aber. Alter, aber nicht wegen irgendwelchen Unfällen. Da habe ich aber auch eine Vollbremsung gemacht, ne? Also bessere Vollbremsung geht ja gar nicht als vom Busch. Hupen, hupen! So. Also, ich habe jetzt keine Frau gesehen, wegen Hupen. Egal. Das führt jetzt zu weit. Apropos weit, es ist nicht mehr weit bis heim. Wir sind schon da. So, jetzt habe ich gehupt. Bin zu Hause, Schatz. Amanda, hast du wieder ein paar Sachen geklaut? Ich muss mich mal umziehen. Ich hoffe, du hast... Eben, Daddy ist daheim. Oh, ich habe eine Schramme am Kopf. Ist ja wie bei mir zu Hause. Oh, was steht da dran? Daddy Drink Count. Whisky, Bier, Wodka. Ah, okay. Have you seen the worry lines you've given me? You seen the hemorrhoids you've given me? Ja, bei echt mal. Vor allem von dem, was du da drauf trägst. Oh mein Gott. Sie trägt wieder das Abendessen. Für sie. Wir brauchen eine Fleischschnitzel. Ich kann nicht in... Welches Zimmer ist denn unser Zimmer? Ah, hier ist auch ein Medipack, okay. Ja, eigentlich wollte ich mich anziehen. Wo ist mein... hier war mein Zimmer, ne? Ich erinnere mich an das Schlafzimmer. Oh, wir haben die Tür sogar wieder ganz. So, wir ziehen uns mal an. Aus. So, jetzt bin ich aber schick. Jetzt kann Lester nichts mehr sagen. Jetzt kann er nicht mehr über unsere Anzüge und unsere Aufzüge und Anzüge und Outfits. Jetzt kann der Lester da nicht mehr drüber lästern. Ha! Ja. Ich nehme mal mein schönes Auto. Einfach, weil es nicht mir gehört. Wenn es noch ein bisschen kaputter wird, schadet es auch nichts. Eben, wollte gerade sagen, starte endlich mal. So. Und dann fahren wir jetzt nochmal zu Lester. Nachdem ich Lester markiert habe. Moment. So. Nochmal ganz oldschool. Oh, warte mal. Dankeschön. Oh Mann, ich liebe es einfach, wenn die Leute hier so nett sind. So, holen wir uns mal eine Corvette. Oh. Und fahren wir direkt zu Lester. Oh, ich glaube, das ist... Oh, nein, das ist ein Lied, das ich kenne. Das ist ein Lied, das echt bekannt ist. Das will ich nicht auf YouTube haben jetzt. So. Aus Gründen, die jeder kennt. Dieses Video ist nicht in deinem Land verfügbar. So. Aber guck mal mit der... Hat gar nicht wehgetan. Alter, ich verbringe die Folge eigentlich gerade nur mit hin und her fahren und Anzügen wechseln. Nein, wir werden auch noch was machen in der Folge. Das verspreche ich hoch und heilig. Dann wird die Folge eben länger. Dann bin ich selber schuld, wenn ich so viel dann an Dateien habe, an Größe. Und die so lange hochladen muss. Oh, Alter. Alter, weg da. Weg da. Ich bin wichtig. Schaff ich. Ah, noch nicht. Mann, hier ist aber auch Stau. Ja, ja, hup einfach. Geh weg. Hup wen anders an. Hup wen an, den es interessiert. Oh, Laster. Gleich sind wir da. Endspurt. Nur noch 300 Meter trennen uns vom Ziel. Wird er es schaffen? Mit einer Verbremsung und einem kleinen Ausweicher nach rechts. Und dann parken wir mal hier. Und was wird Lester denn zu unserer Klamotte sagen? Ich hoffe, ihm fällt nicht das Blut auf.
von unserem kleinen Sturz. Ja, wir können. Aber erstmal muss es wieder hell werden. Wir haben da übernachtet. The hell is this place? Garment factory. I needed a job that didn't require me to do anything apart from paying taxes. Okay, listen. What do you got? The Holy Grail. The Union Depository. Now they say it cannot be hit. Hasn't been yet. Look, I just owe some Mexican hood a couple million bucks because I wrecked his girlfriend's house. I don't need to go crazy here. Which Mexican? Martín Madrazo. He's not supposed to be very nice. Oh, when I met him, he was charming. So what do you think? Let's see. Either we hit a bank in the sticks or we do a store. Which do you like? Well, store's usually easier. But I gotta make a big take. Well, gems it is then. Let's go to Vangelico, buy ourselves an engagement ring. Oh, we're gonna need a crew. I can round up some of the old guys. There are no old guys. Moses, ironically, he found Jesus. All those Irish crazies, they mostly just disappeared. That crew from the south, they all went down. There was an Eastern European guy making moves in Liberty City, but he went quiet. All right. Well, we're gonna need a crew. You got any contacts in LS or not? I've been working with someone, but they're too unpredictable. I'll have to reach out to some other guys. Ach, cool. Aber das weiß man natürlich nur, wenn man das andere Spiel gespielt hat. Und zwar dieser Osteuropäer, der sich in Liberty City neulich einen Namen gemacht hat. Aber um den ist es auch still geworden, ist natürlich Nico aus GTA 4. Ich liebe es, wenn solche Sachen ineinander greifen und man irgendwie alte Charaktere wenigstens Namen wieder hört. What are you talking about? I checked out the WPP thing. Doesn't look like any WITSEC program I'm aware of. Well, for starters, they don't put witnesses up in multi-million dollar mansions in Rockford Hills. Well, maybe they thought this would be the best cover. And most witnesses don't transfer five-figure sums into a particular FIB agent's bank account every month. Of course, the money gets moved around and washed through a number of fronts, but the trail is there. Deposits and withdrawals, the same sum every month. Agent Dave Norton, white, middle-aged divorcee, unremarkable career, except for one incident. The shooting of a notorious stick-up man, Michael Townley. Yeah, all right. Lester, I'm very impressed. Look, we can talk about this another time. Take these glasses. My eyesight's fine. They're fitted with a camera and a radio relay. I'm gonna run the operation from the car while you're in the store getting what we need. Okay, also wir werden jetzt auskundschaften. Die Mission heißt ja auch Inspektion des Juweliers. Und dann wir untersuchen den Laden vom Juwelier. Okay, let's get this done. Begib dich zum Juwelier, der ist hinten drinne. Und Alter, sehe ich nicht gut aus mit der Brille, um die versteckte Kamera der Brille zu aktivieren. Foto machen, bewegen, Alter. Nicht, dass ich meinen Kopf irgendwie ruckartig bewegen würde dadurch. Achso. Oh. Okay. You know, I thought this town would have more weird people. Hey, you my dude, right? You reading me? Mm-hmm. Okay, we need shots of the security features, the alarm system, ventilation, cameras. Ich wollte nur mal testen, ob sie geht. Das ist lustig. Ich dachte, er wird nochmal irgendwas sagen. Alter, was ist das denn für Plakat? Ganz ernsthaft. Wer kauft denn da ein? So, ganz seriös. Alter, sehr gut. Sir, thank you. The alarm keypad is on the left when you come in, on the wall by the side door. Glasses are live, shoot away. What's this of? Fuck all. So, that's the cameras and the alarm. When you've got a shot of the vents, we're done. Oh, welch beautiful. Oh. I need to pick up a little something for the woman in my life. Well, one of them. Sir, I'm sure we can help you. Tell me about her. What's her taste? Cheap. Thank God. This ain't my wife we're talking about. I don't know. I don't want to spend too much. I'm thinking maybe 10 grand?
Our rings start at 8, our pendants start at 12. All right. So these things built to last, or am I just paying for the Evangelical logo here? No, 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 no. We use perfect clarity jewels. 18 karat gold, 950 platinum. Nothing but the best. All right. I think you just made a sale. I'm gonna take a look around, think about it, come back to you, baby. Don't go anywhere. I understand. Okay. Thank you, sir. You got it. Fine, that was what it was, but you're not done taking photographs. All I need is a shot of the vents. Great, you got the security camera and the ventilation in that shot. Come back to me. Hm. So. Steig wieder in ein Auto. Ja, okay, das war's wohl mit den Fotos. So, we good? Almost. I need to get eyes on the roof of the building. See where the ventilation comes out. We should go to the dungeon crawler. All the celebs go there. Ach, falsche Taste. Drive us around the block. We gotta find a way up to the roof. Finde einen Zugangspunkt zum Dach. Wie komme ich denn auf das Dach jetzt hier? Look, there. Some construction. Yeah, if they're gutting the place, I might be able to get to the roof. So, dann gehen wir mal auf das Dach. Wir müssen wahrscheinlich dann nachher irgendwie über die Lüftungsschächte Gas oder sowas reinmachen, damit die So, you keep up with the old crew? Well, after your death slash disappearance, there wasn't much holding us together. Yeah. You see him at all? After the incident? I kept tabs on him for a while, needed to know that he didn't blame me. Was mir Sorgen... Climb up it and see if you can get to the roof. Was mir Sorgen bereitet... North, south, east, west, wherever there were liquor stores to turn over and hitchhikers to disappear. Where did they bury him? They buried him? Not as far as I know. He's probably a John Doe then, right? What do you think? OD? Shootout? Maybe just a car crash, right? Anonymous charred remains on the highway? They only knew what a sick puppy they had on their hands. I'm on the roof! Alright, use the glasses to get me a shot of Vangelico's roof unit. It'll be right above the store. Das hier, oder was? Oder was? Oder wie? Ne, das muss da hinten irgendwo sein, weil ich weiß nicht genau, wo der LAN jetzt ist, aber da hinten waren zum Beispiel schon Medipacks, ne? Und Medipacks bedeuten eigentlich immer Heilung und Heilung ist eigentlich nicht das, was ich hier will, weil das bedeutet meistens dann Schießen oder so. I've pulled up a satellite image. It looks like the highest point is on the northwest side. Get a shot from there. Ah, okay, doch, von da hinten. Okay, super, habe ich mir schon gedacht. So, dann gehen wir mal hier rüber. Dann die Treppe hoch. Und dann machen wir mal ein Foto. Hey, I see the vents. Yeah, I'm looking at the relay. Can you get any higher? Ja. Immer höher. Immer höher, Renals. Wir können noch höher. Können wir noch höher? Hör, Alter, hier runter. So, und dann können wir jetzt hier rauf und dann da hoch, oder? Das müsste doch klappen. Wir sind wie ein Assassine. Ja, hier ist doch der gelbe Punkt. Alter, die Kamera ist viel zu schnell mit der Maus. Das geht eigentlich gar nicht gut. It's like a big box on the roof. We've got our shot of the Vangelico unit. Looks good. Okay, that'll do. Now come back to me before someone spots you up there. Entschuldigung. Will do. Ich nehme lieber über die Abkürzung. Ich habe echt Angst, dass mich da oben wer sieht. Obwohl, das war vielleicht keine clevere Idee, oder? Ich überlebe, ich würde den Sturz nicht überleben, oder? Doch, doch. Ich glaube, in GTA geht das eigentlich immer ganz gut mit dem Überleben von Stürzen, wenn man es nicht übertreibt und nicht mit zu viel Schwung macht. Ich glaube, dann passt das immer. So, wir sind jetzt unten. Alter. Total krank, der Typ. Oder ich zumindest. Here, take your glasses back. Let's go back to the garment factory. I called ahead and told him to start setting up the information. Begib dich zur Textilfabrik. Gut, dann machen wir das doch mal. Und... damit hätten wir eigentlich schon mal alles ausgekundschaftet. Dann könnten wir in der nächsten Mission ja eigentlich dann...
Nothing that'll cause undue complications. Yeah, it looked like a simple setup. Cameras broadcasting to a remote server. We might be able to wipe them remotely. Security guard on the door. He won't want to die for rich assholes to rub his nose in it. Good. Alarm system's linked to the door lock. We'll get a good window if someone talented hacks it. Anything else? Well, the more valuable merchandise is in the cabinets in the center of the store, by the register. So I'd start there. Glass in the cabinets wasn't bulletproof. Means you can smash them easy enough, but the stones will be in the safe at night. So, we go in when it's open, then? Right. Once we melt down the gold, recut the rocks, that's an okay score. Yeah, shame we can't go in after hours, man. Those vents look promising. I might be able to flip that another way. I'm listening. Wait till we get back. About the crew. Yeah? There's this kid who's been helping me. Maybe we could cut him in. I don't work with amateurs. He ain't an amateur. Or if he is, he's a gifted amateur about to turn pro. He's a good kid, Lester. You know what they say. It's your funeral. One of them, at least. Here are the photos. My workers have their uses. Okay, let me set this up. Nice to see the methods haven't changed. Well, we gotta figure out what we're doing somehow. All the crews, the rolls, prep work. Don't want to leave evidence behind on a hard drive. So yeah, the methods don't change. Right, not for a pro. Well, mapping out the options, showing you all the angles, that's my area of professional expertise. But making decisions, that is your domain, my friend. Here. There's two ways I see of doing this. We go in smart, or we go in loud and dumb. Remember the vents? If we're gonna be smart, we pump a little knockout gas through the air system, then hit the cabinets while everyone's out. You'll have to source the gas, of course, but crowd control won't slow you down, and that might improve the take. The cover is pest control, so no one will look twice when you're wearing gas masks. It means getting a pest control van, though. You go in dumb, and you'll need your, famous way with people and four carbine rifles. We can't buy them and risk them getting traced. No, we've got to find some in circulation. It's awkward, it's, real awkward, but this is the gun favored by LSPD tactical teams, so one of their vans is probably a good place to look. A hacker can disable the cameras. The length of time depends on their ability. The alarm will be operating on the same window. The exit strategy is more or less the same for both options. The driver you pick will, of course, source some bikes. You come out of the store and make your way through the new subway tunnel they're digging off the Del Perro freeway. You lose the cops in there and meet a truck in the LS River. All right, I want my guy Franklin on the getaway. He can handle a bike. All right, if you vouch for him, I'll take the risk. So how do you want to do this? Run in through the front door or try to play it smart? Okay, Raubüberfälle können auf verschiedene Arten durchgeführt werden. Du kannst dich an der Planungstafel für eine der beiden entscheiden, entweder laut oder schlau. Dieser Raubüberfall kann nur auf zwei Arten durchgeführt werden. Subtil oder brachial, entscheide dich. Ich bin, ist gut, ich entscheide mich. Ich würde ja, theoretisch würde ich gerne, sagen wir mal so, fände ich die Idee mit dem Laut ganz cool, einfach weil das wirklich ein Überfall sein würde. Aber die Beute, hat er ja gesagt, könnte höher sein, wenn wir das schlau anstellen. Und eigentlich bin ich für die schlaue Methode einfach immer, weil ich mag schlaue Überfälle im Gegensatz zu lauten. Deshalb machen wir es lieber auf die schlaue Art, auch wenn es vielleicht ein bisschen länger dauert, die Sachen zu besorgen. Aber sie ist einfacher und vielleicht effektiver als die laute Methode. Deshalb nehmen wir mal die schlaue Art und Weise, einen Raubüberfall zu planen. Ah, you've grown wise and cautious in your old age, okay? Select personnel with that in mind. As ever, the better they are, the bigger the cut. Now the driver, they'll source the bikes, lead you out through the tunnels. Crewmitglieder verlangen einen Anteil der Beute als Bezahlung. Mitglieder mit schwachen Fähigkeiten verlangen weniger, machen aber dafür öfter Fehler. An je mehr Raubüberfällen ein Crewmitglied teilnimmt, desto mehr Fähigkeiten kann er irgendwie dingsen. Wähle ein Fahrer zum Anhören. Decisions. Hä, ich wollte doch Franklin nehmen.
zum Fahren. Hey, ich will keinen Fahrer von den zwei. Ich kann nur die zwei. Also wir können uns entscheiden für den. Fachgebiet Fahrer. Okay, Karim Denz. Fahrkünste sind Mittel, Disziplin ist nicht so toll und Fahrzeugauswahl ist auch kacke. Die ist richtig kacke. Aber er verlangt nur 8%. Der andere verlangt 14%. Dafür ist bei ihm fast alles doppelt so toll. Jetzt sage ich mal so, 8 plus 8 wären 16. Er verlangt aber nur 14. Er ist nicht super toll, aber er ist besser. Dann, ach komm, wir brauchen das Geld doch nicht so dringend. Wir haben eh noch den 500.000 Vorbestellerbonus. Der Gute hat Franklin, aber Michael ja nicht. Aber das, glaube ich, ist nicht so wichtig. Hauptsache, der Überfall funktioniert und wir können nachher fliehen und verkacken nachher nicht. Eddie Toe. Now you can count on him to get you out of a spot. Guns. Now we're hoping to keep quiet, so this guy shouldn't make much difference. Eben, wähle einen Schützen zum Anheuern. Eben, wir brauchen einen guten Fahrer zur Flucht, aber da wir eh gar nicht schießen wollen, können wir eigentlich ja auch eine Lusche nehmen. Wenn nicht, dann schieße ich halt. Ha, 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 ha. Ja, dann haben wir es recht verkackt. Nehmen wir Norm Richards. Ah, Norm. Came across as a bit of an idiot, but could be useful. Hacker. Back office, but this is the person who will determine how long you get inside. This guy, Ricky. I met him at the Life Invader office. He may not be that good, but he's enthusiastic. Ach so, ja, wir hatten die halt getroffen. So, jetzt ist die Frage, wir brauchen einen Hacker. Hacker ist eigentlich dafür da, wie lange wir da drinnen bleiben können. Die kann fast alles. Die würde das, Alter, die wäre super Page. Verlangt aber 15%. Ricky, den wir kennen, ist mittelgut, verlangt nur 4%. Und der Typ, der fast genauso gut ist wie Ricky, verlangt 10%. Aber ich würde da gerne länger drinnen bleiben. Wir haben jetzt schon einen Schützen genommen, auf den wir uns nicht verlassen können. Großartig, wenn was passiert, brauchen wir eigentlich nicht. Aber Hacker ist, wie lange wir Zeit haben. Und ich glaube, da sollten wir wirklich auf Zeit gehen. Obwohl das ein Unterschied ist zwischen der obwohl, der kann auch nur die Hälfte von ihr. Wenn der aber das Doppelte verlangen würde, ich weiß nicht, was wir machen. Ich würde aber lieber drinnen bleiben, ein bisschen länger. Aber dann hätten wir nur noch... Ah, dann haben wir so wenig... Ist egal, wir brauchen das Geld nicht. Komm schon, wir brauchen Paige. Harris! Good. Feminine touch. She'll be able to find any back doors they got. If you're happy, I'll start making the arrangements. Okay, ja, ich glaube, wir können das so machen. Great. I'll do some research on a pest control van and the knockout gas, and I'll be in touch. Yes, good, good. I'll call you when everything's ready. You'll need to pitch it to the guys. Whoa, what? My rep don't count for nothing no more? You're a dead man, Michael. I'll call you. Ja. So. Raubüberfall, Crewmitglieder. Okay, dann haben wir das so gemacht. Bestanden. Inspektion des Juweliers. Missionszeit war zu lange. Bild schön. Weiß ich nicht. Was wir da hätten machen müssen, weiß ich nicht. Aber, ja, Missionszeit. Ich habe mir wieder Zeit gelassen. Klar. Hätte ich schneller machen können. Und ich würde sagen, ich mache mal hier weiter. Und ich speichere jetzt mal hier. Raubüberfallcharaktere werden für den Recherche-Modus des Rockstar-Editors freigeschaltet, nachdem sie in einem GTA 5 Raubüberfall zur Auswahl standen. Gut. Ich speichere jetzt mal und wir machen dann das nächste Mal weiter und gucken mal, wie wir das mit dem Raubüberfall machen werden. Und wir haben jetzt ein bisschen bessere Crewmitglieder gemacht, damit der Job auch wirklich funktioniert. Wäre ja auch ein bisschen sinnfrei, wenn wir im Let's Play den als versuchen müssten zu machen, obwohl die Leute, weil die Leute schlecht sind. Und so viel Geld brauchen wir ja gar nicht. Bis jetzt haben wir fast von dem Geld noch gar nichts gebraucht und wir sind gut durchgekommen. Und wir haben gespeichert und wir sehen uns dann hoffentlich wieder in einer neuen Folge von GTA 5. Macht's gut, Leute. Bis dahin. Tschüss.